Autoran a eu ce certificat. Donc on a la preuve que Autoran est passé par ces maisons spéciales où on faisait des enfants. Et pour créer une race des seigneurs, il faut prendre les plus belles femmes et les plus beaux hommes. Bon, alors, je ne crois pas qu'Autoran était un bel homme. Il n'était pas blond, avec les yeux bleus, purs. Bon, il a fallu simplement faire un acte politique et aller dans un hôtel, dans une maison des Lebensborn, ça voulait dire que l'on adhérait pleinement au programme national-socialisme. Ça voulait dire qu'on connaissait toutes les implications du programme national-socialisme. Parce qu'ils avaient donné des gages, et des véritables gages. Ce n'étaient pas uniquement des paroles, il y avait des actes. Les actes, pour Autoran, ça a été d'écrire son premier livre, ensuite d'écrire le second livre, qui est un livre vraiment nazi. Et ensuite, la meilleure preuve que l'on pouvait donner au Reichsführer Himmler, c'était d'accepter le crime. Et Autoran, je ne dis pas qu'il a tué de sa main, mais Autoran a accepté de servir comme soldat, comme gardien, dans des camps de concentration. Da war da zu dieser Zeit ja etwas relativ Neues und man kann zu dieser Zeit eigentlich nicht von einem Vernichtungslager Dachau sprechen. Den Charakter eines Vernichtungslagers kam der Dachau erst nach der Reichskristallnacht. Der Raum hat auch nichts mit den Wachtruppen zu tun, sondern er wurde dort wie die SS-Verfügungstruppen ausgebildet. Und es gibt Beurteilungen aus dieser Zeit von dem Kommandanten Eickel, der schreibt, dass Hahn allen aus körperlichen Gründen sehr, sehr schwer gefallen ist, die Übungen und das Training zu überstehen. Es zeigt sich immer wieder, dass die Nazis daran interessiert waren, Hahn hart zu machen. Er war ihnen nicht männlich genug, nicht soldatisch genug. Und aus diesem Grunde schickte man ihn auch später wieder zu einer SS-Übung nach Buchenwald. Ich glaube, die späteren Erfahrungen, die er in den Konzentrationslagern gesammelt hat und was er dort gesehen und erlebt haben, sind ihm sehr an den Hirn gegangen, weil er hat in kürzester Zeit alle Hebel in Bewegung gesetzt, um von Buchenwald wegzukommen. Und nach ein, zwei Wochen gibt es auch ein Schreiben von Himmlers Adjutanten Wolf, der sich persönlich dafür einsetzt, dass Rahn aus diesem Dienst und aus dieser SS-Übung entlassen wird. Rahn zieht sich auf so einen Standpunkt zurück, sagt, wenn Himmler das alles wüsste, was dort passiert, dann würde es nicht passieren. Otto wurde dann selber, ich weiß nicht, 37 oder an 37, ja Ende 37 oder Mitte 37, das Datum weiß ich jetzt nicht genau, selbst mal nach Dachau geschickt, weil er angeblich verweichlicht ist. Ja, er war natürlich von den damaligen Vorstellungen kein Mann. Ja, er war sensibel, er war empfindsam, ist ja das Gleiche, aber künstlerisch veranlagt, ja, auch hat die Künstler gesucht. Und in der Uniform, in die Uniform hat er gar nicht reingepasst, das war irgendwie absurd, es passte nicht zu ihm, ja. D'ailleurs, il paraît qu'il était hanté par des démons. Quand il était seul, il criait, il y avait des présences, des choses comme ça, et il avait un médecin qui l'a su ça, vous voyez, et qui l'a répété. Donc, pour moi, il était vraiment un peu l'antéchrist, prisonnier des forces du mal. Voilà. Et il faisait ça parce que, bon, mettons qu'il veuille chercher une pureté de la race, mais jusqu'à exterminer, il n'avait qu'à les exiler, les faire partir dans leur pays, je ne sais pas. Mais là, les faire mourir comme il les a fait mourir, c'est effroyable, il n'y a rien de plus effroyable que ça.
Et dans ces camps de concentration, il a vu la mort, il a vu la torture, il a vu l'ignominie. Buchenwald et Dachau, ce n'était pas Auschwitz. Mais il y avait tous les jours des gens que l'on tuait, des gens qui mouraient. Et Otto Hahn a vu cela. Donc, c'était en quelque sorte un chemin initiatique. Otto Hahn a suivi toutes les étapes de ce chemin initiatique. Da sah er zum ersten Mal Dachau und war so entsetzt. Er hat gesagt, das muss Himmler nicht wissen. Das ist unmöglich, das kann er nicht wissen. Ja? Und ich weiß nicht, was dann geschehen ist, ob er das persönlich dargebracht hat. Das weiß ich nicht. Nur das hat seine Welt umgeworfen. Seine Idealisierung dieser Zeit. It is no longer possible for a tolerant, decent individual to live in the country that my homeland has become. On my return to Munich, it all came back to me. The bloody events to which I had borne witness. I could neither sleep nor eat. It was as if a nightmare lay upon me. S'est arrêté le jour où on lui a demandé son certificat d'arienneté. C'est-à-dire il fallait prouver qu'on était arien. Et là, Otto Hahn a été incapable de fournir ce certificat, tout simplement parce que sa mère était juive. Peut-être qu'Otto Hahn ne savait pas que sa mère était arienne. Quand il a fait les recherches, il a trouvé que sa mère était juive. Donc, à partir de ce moment-là, le chemin initiatique tombait dans un précipice et s'arrêtait. Quant à ses convictions politiques, plutôt d'ordre philosophique, elles étaient modulées par la pensée ondoyante qui le caractérisait, et bien évidemment aussi par les contraintes que lui imposait la propagande officielle du régime. On trouve dans la cour de Lucifer même passage raciste et antisémite, alors que d'après le témoignage de ceux qui l'ont connu auparavant, il n'était pas antisémite. Et pour cause, il revient de l'esprit, Otto Hahn était juif. In Mainz wurde der Judenstern angebracht. Ja, und da war mein Großvater aufgebracht und hat auch zum Otto gesagt, du bist bei der SS, du musst da was tun, das ist doch... Das ist menschenunwürdig, sowas kann man nicht tun. Und ich weiß nicht, was dann für Aussprachen waren, aber es muss bis zum Krach gewesen sein, also explosiv, ja, dass Otto eine ganze Weile nicht kam. And then comes another straight fear with the nagging fear that comes to you, that you are not sure. That people do not observe you. You answer on the phone and you believe that you hear a noise, like somebody listening, and you are scared and you stop talking to your friend. So comes the fear. I had planned to take a flight to Leningrad or Moscow. I went to take a visa, and then my aunt told me, your friend Ran has phoned several times today, so I ring back and he gives me the order, Paul, come as quickly as you can to meet me. And I took the car of my uncle through Berlin and took him to his flat. And discovered Iran in uniform. And he was quite a little bit drunk. And he had a flask of French cognac. And he said, Paul,